Guten Morgen und ein herzliches Willkommen zum Webinar der WIRT Elektronik ISOS in Kooperation mit ST Microelectronics. Mein Name ist Markus Eberle und ich moderiere das heutige Webinar. Wir freuen uns, dass wir heute Morgen so viele interessierte Teilnehmer haben. Unser heutiges Webinarthema ist Migration auf USB-C. Wie können die EMV-Konformität, ein wirksamer Schutz und eine hohe Interoperabilität erfüllt werden? Ihre Referenten sind Andreas Nadler, der als Field Application Engineer bei der WIRT Elektronik ISOS tätig ist, und Noor Aysat, der als technischer Marketing Manager bei ST Microelectronics tätig ist. Sie werden das Webinar halten und im Anschluss Ihre Fragen beantworten. Bevor wir mit unserer Präsentation starten, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass Sie während des heutigen Webinars stumm geschaltet sind. Das heißt, Sie können uns mündlich keine Fragen stellen. Dennoch haben Sie über die Chat-Funktion die Möglichkeit, uns während des Webinars jederzeit Fragen zu stellen. Die Chat-Funktion finden Sie im Webinar-Bedienpanel. Das heutige Webinar wird etwa 50 Minuten lang sein. Die im Chat gestellten Fragen werden dann im Anschluss an das Webinar in einer Frage-Antwort-Runde beantwortet. Hierfür haben wir zusätzlich etwa 10 bis 15 Minuten eingeplant. Wenn wir es innerhalb dieser Zeit nicht schaffen sollten, alle Ihre Fragen zu beantworten, werden wir alle Fragen im Nachgang per E-Mail beantworten. Ansonsten können Sie uns auch gerne eine E-Mail schreiben an isos-webinar@be-online.com. Wir bemühen uns auch hier darum, alle Fragen zeitnah zu beantworten. Nach Beendigung des Webinars werden Sie noch zur Teilnahme an einer Feedback-Umfrage aufgefordert. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie sich die Zeit nehmen, diese auszufüllen und uns dabei zu unterstützen, unsere Webinare zu optimieren. Den Link zur Präsentation sowie zur Aufzeichnung des Webinars bekommen Sie in den nächsten Wochen zugesendet. Und nun übergebe ich an unseren Referenten Noor und wünsche Ihnen ein spannendes Webinar. Hallo, guten Morgen. Diese Präsentation befasst sich mit der USB-C-Migration auf der SYNC-Seite. Heute werden wir über die Motivation von Menschen und Unternehmen sprechen, auf USB-C-basierte Ladesysteme zu uns steigen. Wir werden mögliche Anwendungen ansprechen, indem wir zunächst Migrationsrisiken und Schutzbedenken aufzeigen. Dann werden wir Designrichtlinien für eine saubere Implementierung teilen, die sowohl Sicherheit als auch Interoperabilität garantieren. Kurz über die Markttrends. Der Markt entwickelt sich weiter. Es gibt eine Vielzahl von tragbaren, batteriebetriebenen Geräten mit unterschiedlichen Leistungskapazitäten, die schnell, überall und jederzeit oft geladen werden müssen. Das Mitführen von vielen verschiedenen Netzteilen ist ein Chaos. Die Benutzer suchen nach Einfachheit und Tragbarkeit. Aus diesem Grund ist die 100 Watt Universalladung auf Basis von USB-C die optimale Lösung für die Ladenanforderungen und die Erwartungen von den Menschen. Um dies zu erreichen, ist die Industrie innovativ und arbeiten dran, externe Netzadapter mit kundenspezifischen Anschlüssen durch einfache USB-C-Kabel zu ersetzen. Auf der Source-Seite werden inzwischen alle neuen Ladegeräte in der Computer- und Smartphone-Industrie mit USB-C-Anschluss entwickelt. Und die Herausforderungen besteht heute drin, die Leistungsdichte zu erhöhen und die AC-DC-Leistungsumwandlung mit GaN in Wände zu integrieren. Auf der SYNC-Seite, unser Fokus heute, werden kundenspezifische Stromstecker und das 20 Volt, 5 Ampere und USB-Micro-B-Stecker durch einen einzigartigen USB-C-Stecker ersetzen. Das bedeutet, dass alle Micro-B-Geräte früher oder später zu USB-C migrieren werden. Aber auch Nicht-USB-C-Produkte sind nun für das universelle Laden geeignet. Das ist der Grund, warum USB-C ein Game-Changer ist. Verschiedene Gründe zwingen uns Organisationen dazu, USB-C zu übernehmen. Werden wie die Mitteilung des USB-C implementiert, Forum zeigt. Wiederverwendbarkeit, gemeinsame Nutzung,
Genau, Verringerung des elektronischen Schrott, verbesserte Benutzerfreundlichkeit und auch die lokale Gesetzgebung oder Regierung weltweit fordern diesen Weg. Auf der Technikerseite gibt es ein paar wichtige Gründe für den Wechsel zu USB-C. Es gibt Möglichkeiten, schneller zu laden, Verbesserung der Ladeeffizienz, das heißt höhere Ladespannung und der Produktdesign, um das Produkt und die Benutzererfahrung neu zu erfinden, heißt Smart Buildings. SD ist mit den USB-Standards sehr vertraut. Wir sitzen im Board of Directors zusammen mit führenden Akteuren, die diesen Standard vorantreiben und mitgestalten. Viele der SD-Mitarbeiter, die zur Überprüfung der Spezifikation beitragen, arbeiten in unserer Abteilung in Frankreich. Einige von ihnen sind jede Woche an weltweiten Gesprächen beteiligt. Der Standard und was dahinter steckt, ist für uns als SD kein Geheimnis. Dies ist ein Bild unserer USB-C und Power Delivery Schnittstellen ICs Portfolio, das mit den entsprechenden Aufteilungen die meistens Anwendungsfälle abdecken kann. Heute konzentrieren wir uns auf reine 5 Volt und 5 Volt bis 20 Volt Ladeanwendungen auf der Senkseite mit ST-USB 4500L bzw. ST-USB 4500 Controller. Das erste Thema, mit dem wir beginnen, ist nicht das USB Power Delivery Protokoll und Standard, sondern das ist schon seit mehreren Jahren da. Jeder kann es tun. Der Softwarecode wurde von Google seit 2015 in Open Source geteilt. Wir werden heute darüber sprechen, was Sie auf der Anwendungsebene wissen sollten, bevor Sie mit der Migration zu USB-C beginnen. USB-C ist nicht mehr ein Datenprotokoll. Dank der Smartphone ist Legacy USB mehr ein Ladenprotokoll geworden als ein Datenprotokoll. Und heute kann USB-C bis zu 100 Watt liefern. Und wo große Macht ist, da ist auch große Verantwortung, wie Churchill gesagt hat. Das Umsteigen auf USB-C muss also unter dem Gesichtspunkt der Energieverwaltung betrachtet werden. Hier ist eine Illustration eines falschen Eindrucks im Web vor einigen Jahren aufgrund von falschen Implementierung von ersten Ladegeräten in Kombination mit billigen oder nicht zertifizierten USB-C-Kabeln. Wenn man ohne entsprechende Sorgfalt mit Strom spielt, kann das schädlich sein. Die gleichen Lektionen vor die berühmte Raspberry Corporation im Glauben, dass die Migration auf 5 Volt keinen Unterschied machen würde, versuchten sie es einfach zu machen, heißt einfacher mechanischer Steckertausch mit diskreten, aber am Ende mussten sie richtig neu entwerfen, nachdem die zwischendurch einen falschen Eindruck gemacht hatten. Es gibt viele andere Beispiele, wie Nintendo, Samsung etc., die in der Vergangenheit ähnliche Probleme hatten. Warum ist es also etwas komplexer, als es aussieht? Wegen der fünf oben genannten Gründe. 5 Volt und 20 Volt Geräte können miteinander verbunden werden. AC-Adapter können zusammen versteckt werden. Der Stromversorgung konnte bidirektional sein. Schutz vor nicht konformen Geräten und Schutz vor Kabelproblemen. Die Normen sagen nicht allzu viel über den Schutz aus. Aber sie haben hervor, dass man dafür achten muss, mindestens die oben genannten Eigenschaften auf der Source-Seite und auf der Sync-Seite. Beachten Sie, dass ein Gerät sich nicht darauf verlassen oder darauf vertrauen sollte, dass das angeschlossene Gerät seinen Eigenschutz gewährleistet. S3-Controller gewährleisten viele Schutzmechanismen, die in das Protokoll und die Betriebsfunktion nativ integriert und eingebunden sind.
Zurück zu unserem Thema. Lassen Sie uns darüber diskutieren, wie man USB-C als Ersatz für DC-Versorgung, individuelle Stromstecker oder Micro-B-Ports richtig implementiert. Als Ergebnis einer guten Migration können verschiedene Arten von Steckern durch einen einzigen ersetzt werden, wie auf dem Bild gezeigt, aber mit unterschiedlichen USB-Schnittstellen, ICs, oder mit unterschiedlichen Einstellungen. Unser ST-USB 4500L oder ST-USB 4500 Mini-Dongle ermöglicht eine schnelle Migration von Legacy-Steckern zu universellem USB-C bei begrenztem Platzbedarf. Genau. Der Hauptcontroller heißt ST-USB 4500 und ist für jede USB-PD-Anwendung bis zu 20 Volt 5 Ampere geeignet. Er kann so angepasst werden, dass er jede Anwendung mit nur grundlegendem Know-how über den Standard und begrenzten Softwarekenntnisse unterstützt. Dank der Graphical User Interface, den Open Source Altium Bibliotheken, dem Schaltplan und der optionalen Software muss man kein Experte sein. Für die reine USB-Micro-B-Migration wurde eine Spin-off-Version erstellt, die noch einfacher zu implementieren ist, da die 5-Volt-Optimierung bereits von ST mit einem speziellen CP durchgeführt wird, ist eigentlich ein Plug-and-Play. Beginnen wir mit dem reinen 5-Volt-Anwendungsfall. Diese Folie zeigt eine traditionelle Implementierung, die sich auch von einem Legacy-Schutzschalter, einen 5-Volt- oder diskreten USB-C-Controller stützt, der von einem Anwendungsprozessor betrieben wird, für alle Funktionen, die implementiert werden müssen. Sind einige in Rot, in den meisten Fällen schlecht oder einfach nicht implementiert, was zu Interoperabilität oder Schutzproblemen führt. Mit dem ST-USB 4500L, der in der Mixed-Signal-Hochspannungstechnologie entwickelt wurde, ist der IC bis zu 28 Volt geschützt. Daher er kann direkt über VBUS mit dem Strom versorgt werden. So kann er den USB-C-Anschluss bedienen, auch wenn die Batterie auf der 0% steht und die MCU nicht mit dem Strom versorgt wird. Er kann Dead Battery Modus unterstützen, eine Source identifizieren, die eingehende VBUS-Spannungen prüfen, den Schutzschalter ansteuern und den verfügbaren Strom an der MCU oder direkt an der Ladegerät melden. Erhältlich im QFN und CSB-Gehäuse und zertifiziert. Eine solche Lösung ist eigenständig Plug-and-Play und dort erfordert keine Softwarekenntnisse oder PD-Know-how. Kurz gesagt, hier sind die unterstützenden Funktionen. Unterstützung leer Batterien, keine Batterie oder MCU erforderlich, sicheres und ultraschnelles Einschalten. Stromversorgung direkt von den VBUS, unabhängig von der Batterie, was die Lebensdauer der Batterie verlängert. Automatische Power Budget Report, Duty of the Thing, um den maximalen Ladestrom einzustellen. Eingangs Overvoltage Protection und insbesondere Fault Restart. Der wichtige Punkt ist, dass im Vergleich zu dem vorherigen Schaltplan der Schutzschalter standardmäßig offen ist beim Anschließen und nur geschlossen wird, wenn die elektrischen Bedingungen korrekt sind. Während bei der Standardimplementierung die Schutzschalter standardmäßig geschlossen ist, löschen sind und nur bei Fehler Bedienungen geöffnet werden und möglicherweise getrennt von den USB-C-Aushändlungen wieder geschlossen werden, was zu Interoperabilitätenproblemen führt. Was ST-USB 4500L für ihr Design bringt? Das wichtige Wert sind Sicherheit und Interoperabilität, die heute ein Muss sind und da USB-C weitergehend angenommen wird. Das Wichtigste ist der Nullstromverbrauch, der vor Batterie betriebenen Gerät
entschieden ist. Das Wichtige, da es sich um ein eigenständiges Produkt handelt, ist die Implementierung sehr einfach, was dieses Produkt für den Massenmarkt geeignet macht. Bitte beachten Sie auch die Verfügbarkeit des CSP-Gehäuses zusätzlich zum QFN. Um eine schnelle Implementierung zu unterstützen, ist die gesamte Leiterplatten-Datenbank frei verfügbar, sodass einige Integrationen in ein großes Design innerhalb eines halben Tages möglich ist. Optionale Software ist auch für Anwendungen mit erweiterter Benutzeroberfläche verfügbar, aber nicht unbedingt erforderlich. Ein ähnlicher Ansatz kann für 5 Volt bis 20 Volt Anwendungen verwendet werden. Dies ermöglicht die Umstellung auf USB-C von neuen Anwendungen wie professionelle Drohnen, intelligente Lautsprecher, Elektrowerkzeuge jeder Art von Spielzeug oder Roboter, persönliche Elektronikgeräte für die Körperpflege und so weiter. Es können bis zu 2 benutzerdefinierte Stromversorgungsprofile konfiguriert werden, sodass sowohl ein benutzerdefiniertes Ladegerät als auch ein universal Ladegerät zusätzlich zu 5 Volt unterstützt wird. Wenn man auch hier sieht, das kann man, wenn mit dem Baustein kann man den zwei verschiedenen Ladegeräten anwenden mit einem sehr unkomplizierten Weg. Für das komfortable Hardware und optionale Software Prototyping ist ein Evaluation Board mit allen Funktionen erhältlich. Hier sieht man, wie das aussieht und kann man mit verschiedenen Ansteckmöglichkeiten unser Board testen. Ein Dongle mit einem kleinen Footprint ist ebenfalls verfügbar. Alle USB-C-Stecker und Passivkomponenten kommen natürlich von Bird. Alle Tools und Sicherheiten sind online verfügbar. Ein Reference Design, 2 Boards, ein Graphical User Interface, 2 Software-Bibliotheken, da das Gerät bequem und einfach zu bedienen ist, bietet eine große Gemeinschaft von Entwicklern auch zusätzliche Boards und Softwareentwicklung auf GitHub Community, Tindy, Arduino, Sparkfun und so weiter an. Und kurz als Reminder von den Key Benefits: Safety First, Interoperability, Best in Class. Vielen Dank, das war mein kurzer Vortrag und eine Overview, wie wir von der Sync-Seite von USB-C umsteigen können. Jetzt übergebe ich meinen Kollegen Andreas Nadler. Vielen Dank von meiner Seite. So, wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir haben uns jetzt mit dem Thema USB Power Delivery ausführlich beschäftigt mit den Kollegen von ST. Ich möchte Ihnen mit dem Thema EMV-Stecker, ESD-Schutz und EMV und Layout ein bisschen anschauen. Dazu hier mal eine kleine Agenda. Wir haben zum Einstieg eine kleine Übersicht, die USB-Historie. Dann schauen wir uns den USB-Kabel und Stecker ganz kurz mal an. Dann ein bisschen ausführlicher eben das Thema Filter und Protection, Bauelemente und das Thema Tipps, Layout und Measurement. Weil wir haben auch ein schönes Test-Measurement für Sie gemacht. Ja, alles hat mal angefangen im Januar 1996 mit USB 1.0, mit aus heutiger Sicht beschaulichen 1,5 Mbit. Mittlerweile, seit August 2019, hat vielleicht der eine oder andere gar nicht mitbekommen, sind wir schon angelangt bei USB 4.0. Da sind wir dann mittlerweile bei 40 Gigabit pro Sekunde Datenübertragungsbandbreite möglicher. Und das Ganze basiert jetzt neuerdings auf dem Thunderbolt 3 Protokoll, was ursprünglich einmal Intel erfunden hat. Das eröffnet einfach neue Möglichkeiten, dass wir nicht nur einfache USB-Geräte verbinden, sondern wirklich von der Festplatte, von der High-Speed-Festplatte über 8K-Displays. Also das könnte wirklich so eine Do-it-all-Schnittstelle sein in Zukunft, weil man natürlich auch, wie man gesehen hat, bis zu 100 Watt an Leistung übertragen kann.
Angefangen, wie gesagt, mit den typischen Steckern, die wir alle kennen, den A- und den B-Stecker. Dann bei USB 2.0 kam irgendwann auch Mini und Micro mit dazu. Die Leistung war limitiert auf 500 mA und 5 Volt bei einer maximalen Datenübertragung von 480 Mbit. USB 3.0 wurde irgendwann mal 2008 veröffentlicht. Da kam wieder ein neuer Mikrostecker mit dazu. Der Mini wurde gestrichen. Da sind wir dann bei 5000 Mbit, also 5 Gigabit pro Sekunde und 5 Volt und 900 mA. Maximaler Leistung und Datenübertragungsrate. Heutzutage sind wir dann schon, wie gesagt, bei 40 Gigabit. Der Zwischenschritt war dann die USB 3.2, 2013 veröffentlicht. Da wurde auch der USB-C-Stecker veröffentlicht, der natürlich den hauptsächlichen Vorteil mit hat, dass er auch reversibel ist. Also hier kann ich 180 Grad drehen einstecken und muss nicht ständig schauen, ob ich die Nase verbiege. Und wir sind eben mittlerweile angelangt bei 100 Watt, also 5 Ampere, 20 Volt. Und das nennt sich dann eben die USB 4-Spezifikation. Ne? Wenn wir uns mal kurz die Belegung von dem Stecker anschauen, wir haben in der Mitte haben wir unsere alte USB 2.0-Verbindung, nenne ich es jetzt mal, was in der Industrie nach wie vor mit am meisten verbreitet ist, weil für viele die Bandbreite ausreicht. Dann haben wir Configuration Channel, haben wir auch gerade gesehen, die brauchen wir, um auszuhandeln, welches Gerät da dranhängt. Dann haben wir die Sideband Use Channel. Die nimmt man dann eigentlich her, wenn ich kein USB-Protokoll übertragen will, sondern irgendein anderes Protokoll wie MHL, wie HDMI oder sonstige Geschichten, kann ich hier konfigurieren. Dann habe ich hier meine 5 bis 20 Volt Spannungsversorgung auf 4 Pins. Dann habe ich jeweils 4 High- oder Superspeed-Datenkanäle, ja, über die ich dann die eigentliche, zum Beispiel in dem Fall maximal 40 Gigabit pro Sekunde drüber lassen kann. Und außen habe ich noch meine Ground-Verbindung, ja, die mir dann eben die Rückstromweg bietet für die ganze Sache. Also im Endeffekt 24 Pins, ein bisschen mehr als vorher und eben einsteckbar von oben nach unten gedreht. Wenn wir uns den Stecker nochmal genau kurz anschauen, es gibt natürlich Vorgaben hinsichtlich der Spezifikation, was wir als Hersteller einhalten müssen. Zum Beispiel, dass wir hier nicht über die 30 Milliohm kommen, das ist natürlich gar kein Problem. Es wird auch gefordert, dass wir 100 Volt Spannungsfestigkeit zwischen diesen Pins haben. Das ist auch kein Problem. Wir halten hier locker 1000 Volt ein. Und wenn wir uns hier mal den Test anschauen, hier haben wir mal 1,5 kV draufgeben, wie man hier mal schön draufbratet. Dann sehen wir, die Stecker, es hat sich zwischen den Steckerpins hat sich ein Carbonpfad gebildet. Das ist LCP-Kunststoff. Das heißt, hier wäre eine elektrische Verbindung vorhanden. Der Stecker könnte nicht mehr verwendet werden. Aber 1,5 kV ist auch weit außerhalb der Spezifikation natürlich von der ganzen Sache. Und einen ESD-Beschuss mache ich auf die einzelnen Pins sowieso nicht. Den gebe ich ja, wenn dann, aufs Gehäuse und nicht auf die Pins, weil da kann ich ja gar nicht hinlangen in der Praxis. Also kein Problem, die 20 Volt, was wir in der Spezifikation stehen haben, 100 müsst man halten und 1000 halten wir locker aus. In Sachen Stromtragfähigkeit, wenn wir uns das mal anschauen, wir können ja bis zu 5 Ampere haben wir gesehen, laut Spezifikation, also 20 Volt, 5 Ampere für die 100 Watt. Das geht natürlich jetzt nicht auf unendliche Kabellängen, sondern da sind wir auf 1, 2 Meter Kabellänge irgendwo begrenzt. Wir sehen auch hier, wo sind da die Schwachstellen. Bei 3 Ampere wird die PCB, in unserem Fall hier unsere Test-PCB, die wird gerade mal 5 Kelvin wärmer. Das Kabel wird ca. 9 Kelvin wärmer. Und der Stecker, der ist hier dann in dem Fall einfach die größte thermische Schwachstelle, weil wir hier natürlich einige Übergangswiderstände haben, das ist aber zu erwarten. Sind wir ungefähr bei 11 Kelvin, auch völlig unkritisch in der ganzen Sache. Wenn wir jetzt die Spezifikation mal voll ausreizen und auf 5 Ampere gehen, dann sehen wir, bei unserer PCB sind wir bei 10 Kelvin und der Stecker wird maximal 22, 23 Kelvin wärmer, also eigentlich auch völlig unkritisch. Und selbst wenn wir hier mal ein bisschen hochdrehen, noch auf 8 Ampere, sind wir immer noch im Bereich, wo relativ safe wäre für die ganze Angelegenheit. Also die 5 Ampere mit einem guten spezifizierten Kabel und einem guten industrietauglichen Stecker sind absolut kein Thema, so erreichen die 100 Watt. Natürlich auch gewisse Vorgaben und gewisse interne, sage ich mal, Qualitätsstandards für die Ein- und Aussteckkräfte, nenne ich es einfach mal so. Wir sind im Bereich 5 bis 20 Newton und die Langlebigkeit, es wird mindestens gefordert 10.000 Steckzyklen. Da darf ein gewisser Mindestwert an RDC von diesen, also von Übergangswiderständen, von diesen Kontakten nicht überschritten werden. Erstmal natürlich die Kraft. Hier mal als Beispiel, wir haben hier eine Milchtüte dran, das entspricht ja ungefähr einem Kilogramm, also ungefähr Pi mal Daumen 10 Newton. Kein Thema, der hält das, also der hält da circa dann 2 Kilogramm im Maximum aus, das Ganze. Und wenn wir uns hier jetzt die Langlebigkeit anschauen, 10.000 Steckzyklen, das wäre hier vorne. Was wir hier sehen, ist die Kontakt,
der Kontaktübergangswiderstand von den ganzen verschiedenen Pins, die wir so haben, VBUS, Ground und Ground 2, wo auch die Leistung drüber läuft, das ist dann relevant. Da sehen wir, bis 30.000 hält unser Stecker ganz locker die sagen wir Spezifikationen ein, dass wir unter 30 Milliohm bleiben. Und nach 30.000 Steckzyklen geht es langsam nach oben. Es gibt jetzt da keinen Totalausfall, aber natürlich umso höher der Kontaktwiderstand, umso höher wird auch die thermische Erwärmung in der ganzen Sache sein. Aber 30.000 Steckzyklen, das sollte für so gut wie alle Anwendungen locker reichen, über die Lebenszeit gesehen. Da sind wir dann mit diesem industrietauglichen Stecker gut dabei. Es wird auch in der Norm oder in der Spezifikation gefordert, dass wir mindestens 4 Kontaktstellen für die Schirmung haben. Wir haben hier mindestens schon mal 6 Kontaktstellen, um eine saubere Schirmanbindung darzustellen, weil bei 40 Gigabit pro Sekunde spielt jetzt wirklich jeder Fehler eine Riesenrolle. Ja, da kann ich mir keine schlechte Schirmung erlauben. Und umso mehr Kontaktpunkte ich habe, umso effektiver ist die Schirmanbindung. Wir haben hier Edelstahl, was sehr widerstandsfähig ist und natürlich auch eine tolle Schirmwirkung gegen das E- und das H-Feld bietet, weil wir hier gegen beide relativ gute Widerstände aufbauen gegen diese Feldarten von außen. Und auch mechanisch ist ein Edelstahl einfach eine tolle Sache, weil er einfach sehr, sehr robust ist. Ja, kommen wir zur elektrischen Geschichte ein bisschen. Wie ich gesagt habe, Sie in der Industrie haben meistens USB 2.0 im Einsatz. Da weiß ich aus Erfahrung, da können Sie viele Fehler machen. Ja. Da machen die Kunden oftmals auch ein Krauten-Rüben-Layout, nenne ich es einfach mal so. Da wird gelayoutet, wie man es halt so gerade lustig ist. Das funktioniert meistens auch relativ gut. Da ist USB 2.0 relativ gutmütig. Wenn wir hier uns das Beispiel mal anschauen, wir haben hier angenommen, das wäre jetzt 90 Ohm differenzielle Impedanz sauber gelayoutet. Ja, dann haben wir hier natürlich schon einen Fehler der Impedanz. Hier haben wir eine Fehlstelle mit drin. Hier haben wir auch eine Fehlstelle, weil hier gehen wir mit dem differenziellen Pärchen, der Abstand ändert sich und somit ändert sich auch die differenzielle Impedanz. Hier fügt man sogar noch einen Lagenwechsel vor dem Stecker durch. Also alles andere als ideal, aber wie gesagt, USB 2.0 lässt Ihnen die Fehler durchgehen in der Regel. Nicht immer. Umso länger die ganze Geschichte hier wird, das sehen wir gleich in der Beispielrechnung, also umso länger die Microstrip-Leiterbahnen werden oder umso länger, umso schlechter die Kabel werden, umso mehr werden dann, umso schneller werden die Fehler dann bestraft. Und woher kommt das eigentlich so? Als kurze Theorie-Hintergrund, USB 2.0 haben wir gehört, kann maximal 480 Mbit bei einer Systemimpedanz von 90 Ohm haben wir bei USB. Das bedeutet, bei einer Fundamentalfrequenz von 240 MHz arbeiten wir hier im Maximum, das ist die Hälfte von 480 Mbit. Das bedeutet, wir haben eine Wellenlänge von 120 cm bei 240 MHz und eine Daumenregel. Und das ist wirklich eine Daumenregel, das ist nicht in Stein gemeißelt, aber man kann sich da sehr gut dran halten. Bei Lambda-Zehntel, in dem Fall 12 cm, ist die Impedanztransformation noch vernachlässigbar. Das heißt, ungefähr, brauchen wir uns jetzt nicht auf einen Zentimeter hin oder her festlegen, ungefähr alles unterhalb von 12 cm Strukturlänge, die nicht 90 Ohm Impedanz sauber einhalten, sind in dem Fall noch unkritisch. Ja, da kann ich dann also 10 cm schlecht layouten auf gut Deutsch oder habe auch ein schlechteres Kabel und das wird noch nicht sofort bestraft in Sachen Impedanz und die Daten gehen nicht verloren. Alles über die 12 cm kann, muss nicht, es kann dann eben schon zu Problemen kommen. Ja, also das ist so ungefähr eine Daumenregel. Das ist nicht ein Stein gemeißelt. Wir haben beim FAP auch noch einen Verkürzungsfaktor mit drin. Der spielt auch eine Rolle. Bei Kabeln haben wir den hier nicht in dem Fall. Und wenn wir uns das eben jetzt anschauen, wenn wir jetzt höher mit der Geschwindigkeit gehen, USB 3.2 jetzt als Beispiel, was wir auch später hier in der Vergleichsmessung haben, was jetzt schon für viele Kunden eigentlich mehr als schnell genug ist, aber trotzdem, die Zukunft, in Zukunft wird alles schneller. Das ist einfach so. Das gilt auch für alle anderen Datenleitungen, ob das Ethernet 1 Gigabit oder 10 Gigabit ist oder HDMI. Die Regel gilt für alle. Wenn ich hier zum Beispiel als annehme 5 Gigabit, heißt 2,5 Gigahertz, heißt Lambda von 12 Zentimeter, heißt 12 Millimeter, können hier schon zu Problemen führen. Ja, da sind wir dann schon auf Leiterplattenebene, wo ein schlechtes Layout, ein Lagenwechsel ohne Ausgleich schon wirklich zu Problemen führen kann. Wenn ich dann noch einen schlechten Stecker und ein schlechtes Kabel habe, dann wird es garantiert schief gehen. Also das habe ich auch schon im Feld draußen bei vielen Kunden gesehen, die dann auch ein bisschen leichtfertiges gelayoutet haben, USB 3.2, also alles über 5 Gigabit und es hat dann tatsächlich nicht funktioniert. Erst mit sauberem Layout hat es dann wieder einigermaßen funktioniert. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wir haben jetzt ein PCB, wo wir jetzt auf der Toplage, das soll die Toplage darstellen und die Bottomlage, angenommen wir haben auf beiden Seiten ein Highspeed-Pärchen von, ich sage jetzt mal, 1 Gigabit aufwärts. Ja, egal was das für ein Protokoll ist, ob das USB oder Ethernet oder was auch immer ist. Und ich habe wirklich Highspeed auf beiden Layern, dann muss ich schon mal mindestens einen 6-Lagen-Layer
designen. Mit einem Vierlagen-Layer komme ich da eigentlich nicht mehr klar, weil beim Vierlagen-Layer liegt entweder die Ground Plane zu einer Seite korrekt, wo ich dann die Impedanz berechne, ich ja immer gegenüber der Ground Plane, oder auf der anderen Seite liegt dann die VCC-Plane, dann stimmt der Abstand einfach nicht mehr. Hat der Bottom-Layer hat dann zu der Ground Plane einen anderen Abstand wie der obere zu der Ground Plane. Das ist dann einfach nicht mehr tragbar. Genau, also idealerweise aus Sicht der EMV, der Signalintegrität, der Eigenstörung und vom Power Decoupling ist es ideal, schon mal mindestens ein 6-Lagen-Layer zu nehmen. Dann kann ich das auch nutzen, dass ich hier VCC Ground Sandwich baue, die mindestens einen Kernabstand von maximal 100 Mikrometer haben, damit ich dann hier Plattenkondensatoren bauen kann, also eine gute Power Integrity, ein gutes Power Ground System, von mir aus 3,3 Volt und 5 Volt, was auch immer. Ich kann auch die gleichen Lagen nehmen, also zweimal 3,3 Volt. Aber wichtig ist, dass ich eben zu jedem Highspeed-Pärchen auf jedem Layer dann auch eine passende Groundplane im richtigen Abstand habe, dass ich auch überall sauber layouten kann. Das ist mal ganz wichtig. Und wenn man jetzt wirklich hergehen muss und ich muss einen Durchsteiger machen, also ein VIA setzen, um an den Stecker richtig zu entflechten oder den Controller richtig zu entflechten, dann ist es eigentlich auch unabdingbar, dass wenn ich mit so einem Highspeed-Pärchen einen Lagenwechsel mache, dass ich die Restringe in den Zwischenlagen alle weglasse, damit ich die kapazitive Kopplung zu VCC und zu allen anderen Lagen, wo es nicht hingehört, minimiere und den passenden Abstand, das kann man auch differenziell, die differenzielle Impedanz dann korrekt berechnen, den passenden Abstand auch ein Ground-VIA setze, dass während dem Durchsteiger in der vertikalen auch die Impedanz stimmt und nicht nur in der horizontalen die Impedanz stimmt. Also das ist bei solchen Highspeed-Geschichten dann essentiell, damit ich hier das Augendiagramm nicht zu arg verletze. Wir haben dann nachher eben einen Test gemacht, da haben wir hier einen Fortport-Network-Analyzer genommen. Die haben ja, wie Sie wissen, 50 Ohm, differenziell dann 100 Ohm. Unsere Testadapter sind ja auf 100 Ohm gelayoutet und die Leiterbahn haben wir ja auf 100 Ohm, damit es zusammenpasst, gelayoutet. Und dann haben wir hier einmal einen Testdongle dazwischen gemacht, wo wir dann die ganzen EMV-Komponenten mal bestückt haben und Filter bestückt haben. Warum? Weil ich immer wieder Kunden gehört habe, die haben Angst, das bei den Highspeed-Datenleitungen zu tun, weil sie befürchten, dass das Datensignal zu stark degradiert. Das stimmt, wenn man eben Layout-Regeln massiv missachtet, wenn man, wie in unserem Fall bei dem Dongle hier, wo die Layout-Regeln alle eingehalten wurden, sehen wir gleich, die Regeln in, sage mal, nach Lehrbuch einhält, dann ist es auch kein Problem, hier bis zu 10 Gigabit pro Sekunde drüber zu lassen, ohne weiteres. Ja? Auch die 40 Gigabit, wenn die passenden Bauteile drauf sind, sind dann kein Thema. Weil ich möchte mich ja nicht nur in Sachen Störaussendung, Störfestigkeit schützen, sondern in Sachen auch Datenintegrität und Augendiagramm möchte ich sauber bleiben. Also das brauche ich schon mal mindestens, um in Sachen Störfestigkeit und Störaussendung ein gutes Produkt zu haben. Ich brauche direkt am Stecker ESD-Schutz, einmal für die Low-Speed und einmal für die Super-Speed-Geschichten. Und dann brauche ich passende Combo-Chokes, eben für die Common-Mode-Störungen. Und von außen kommt ja der Burst und oftmals auch HF-Felder, auch als Common-Mode-Störer von außen daher. Deswegen wirken die Common-Mode-Chokes in beide Richtungen, gegen Störaussendung und Störfestigkeit. Und für die 100-Watt-Power-Übertragung brauche ich auch passenden ESD-Schutz und passenden Filter. In dem Fall haben wir einen 5-stufigen Filter drin, der dann Breitband nicht wirkt, das sehen wir auch gleich. Der Dongle, wenn wir uns den nochmal genau anschauen, wir sehen hier außen die Highspeed-Pärchen, also die Superspeed-Pärchen von USB 3.2, 5 Gigabit in dem Test. Dann sehen wir hier in der Mitte das, Low-Speed-Pärchen, USB 2.0. Dann haben wir hier noch die CC- und Sideband-Use mittendrin und hier unten haben wir noch den 100-Watt-Kanal für die Power-Übertragung. Wenn wir uns anschauen, wir haben dann speziell für die HF, also für die wirklich schnellen Geschichten, haben wir spezielle HF-Common-Mode-Chokes drin. Für die USB 2.0 zeige ich jetzt einfach mal eine Standard-Common-Mode-Choke. Für die High-Super-Speed-Pärchen auch spezielle kapazitätsarme TVS-Dioden. Und für die CC-Sideband-Use und Low-Speed-USB-Geschichten auch, sage ich jetzt einfach mal, Standard-TVS-Dioden mit mehr Kanälen, damit ich hier nur ein Bauteil bestücken muss. Hier haben wir zwei pulsfeste Ferrite mit drin und eine Induktivität und zwei Kondensatoren, die dann ein breitbandiges, fünfstufiges Filter für den Kanal festlegen. Und hier noch eine TVS-Diode, die auch in kleiner Bauform eine ordentliche Leistung kann, um hier den Power-Kanal zu schützen und natürlich unsere beiden Stecker hier, ja, das Ganze. Wichtig ist bei der Auswahl von solchen Dioden, deswegen haben wir die auch so designt, dass ich einfach mit diesen Leiterbahnen den Abstand immer gleich lassen kann, brauche ich Dioden, wo ich einfach durchrouten kann. Ja, in dem Fall ist es so, ich kann hier einfach durchrouten, 1:1, die setze ich wie so ein Schokoladenriegel einfach oben auf. In dem Fall ist es auch so, die haben die gleiche Belegung oder sind nicht einer von denen ist nicht belegt, das kann ich hier einfach auch durchrouten durch die Dioden. Und verletze hier nicht
meine Layout-Regel von den differenziellen Leiterbahnen. Wichtig, wenn wir uns mal anschauen bei den Common Mode Chokes, gerade hier die HF-Variante ist, haben wir im Datensatz extra die Einfügedämpfung über die Frequenz aufgeführt, damit man sieht, bis zu welcher Frequenz sind die geeignet. Und wir sehen, minus 3 dB ist meistens so ein Punkt, wo die meisten sagen, bis dahin und nicht weiter. Und da kommen wir hier bis 10 GHz hoch bei dieser HF-Common-Mode-Choke, also sehr, sehr hoch. Bei 1 GHz sind wir gerade bei 0,5 dB Einfügedämpfung. Wenn wir uns die heißt, die Superspeed TVS-Dioden anschauen, die sind bei 10 GHz gerade mal bei 1,5 dB Einfügedämpfung, also noch geringer. Im Vergleich dazu mal die etwas, ich sage jetzt mal, Standard-Low-Speed-TVS-Dioden, die kommen bis 1 GHz, auch wunderbar klar, und die minus 3 dB erreichen die ungefähr bei 7 GHz, also auch schon sehr, sehr schnell. Und bei 10 GHz, da haben wir dann einen starken Abfall, das heißt dann für die wirklich ganz, ganz schnellen Sachen, die werden die nicht mehr geeignet und dafür haben wir sie auch nicht hergenommen. Und wie kann es dann im Augendiagramm aussehen? Eben, wenn ich die unpassende passive Bauelemente gewählt habe, dann kann es so aussehen, dass hier mein Augendiagramm verletzt wird an der Stelle. Ich habe jetzt hier eine Common Mode Choke für, sage ich mal, USB 2.0 Anwendungen, habe aber 7 Gigabit pro Sekunde, also mehr als USB 3.0 Spezifikation. Da sehen wir, die steigende Flanke und die fallende Flanke ist einfach zu flach. Damit verletze ich das Auge. Wenn ich die richtige Common Mode Choke hier einsetze, bekomme ich ein sauberes Augendiagramm. Und es liegt einfach daran, dass die Streuloptivität, das ist die rote Kurve von dieser Standard-Speed-USB-Geschichte, einfach zu hohe Streuinduktivität bei 1 GHz schon hat und drüber hinaus. Ja. Natürlich habe ich dann auch eine höhere Hauptinduktivität, was aus EMV-Sicht wünschenswert wäre, aber man kann halt nicht immer alles haben. Die schwarze wäre es dann für die Superspeed-Sachen und die rote ist dann für die USB 2.0-Geschichte geeignet. Den Filter, wenn wir uns nochmal genauer ansehen, wie gesagt, wir haben einen fünfstufigen Filter. Wir haben hier zwei MPSB-Verritte, die pulsfest sind, die auch Eingangsströme locker vertragen. Dafür sind sie auch einfach entwickelt worden. Dann haben wir hier eine klassische Induktivität, die einfach den Vorteil hat, dass sie im unteren Frequenzbereich sehr gut wirkt, von 100 kHz bis 10 MHz. Die wirken eher in oberen Frequenzbereichen. Und noch zwei MLCCs. Die Einfügedämpfung mal simuliert, sieht man mal hier schön. Wir haben ja quasi breitbandig von 1 GHz bis 100 kHz runter an eine schöne Einfügedämpfung. Wir haben einen Spannungsfall bei Maximalstrom von 150 mV nur und eine maximale Erwärmung von 65 Grad an der Induktivität. Das sehen wir hier nochmal. Die wird am wärmsten, weil die natürlich den höchsten RDC hat. Aber alles noch in einem Safe-Bereich. Man kann es natürlich mit größeren Bauteilen machen. Da werden sie wieder etwas kühler. Alles kein Thema. Genau, also der Testaufbau mit der Messung, wo wir gemacht haben, wir haben im Endeffekt dann hier mal das Augendiagramm gemessen und was wir auch noch gemacht haben, war eine Time Domain Reflection Measurement, eine TDR-Messung. Da kann ich dann ganz genau sehen, welches Bauteil, welche Punkte auf der Platine haben welchen Einfluss auf die Impedanz. Das sieht man unser Testpicture, das wurde auf 100 Ohm gelayoutet, das passt auch ziemlich gut. 100 Ohm haben wir hier, hier haben wir dann die 90 Ohm, hier haben wir 115 Ohm, so mal von der Skalierung. Da sehen wir, der Stecker, der führt zu einem relativ großen Abfall. Das ist aber normal bei Steckern, das hat jeder Hersteller, das ist einfach so. Aber solange eben die Strukturlänge nicht übertrieben lang ist, ist das auch kein Problem. Die PCB wurde wieder auf 100 Ohm gelayoutet. Das passt wiederum, so wie wir uns das gedacht haben. Und der andere Stecker der passt besser zu den 90 Ohm, die liegen ja ungefähr hier. Der fügt ungefähr 88 Ohm Impedanz ein. Ja? Aber alles kein Problem. Das Augendiagramm bei der Messung bleibt frei. So, momentan sind keine weiteren Produkte mit drin, also Schutzprodukte. Das machen wir jetzt im nächsten Fall. Hier kommt die Common Mode Choke jetzt mit dazu. Die sehen wir jetzt an diesem Punkt hier. Und wir sehen die grüne Linie. Der Plug, das bleibt natürlich gleich und das Testfixture bleibt auch gleich. Das Kabel, wir haben hier eine gewisse Resonanz mit der Streuinduktivität, aber das ist ja auch alles im verträglichen Rahmen, gar kein Problem. Die Common Mode Choke, die kommt sogar jetzt wieder, führt das Ganze auf 90 Ohm runter, was ja eigentlich dann auch passt und gewünscht ist. Das PCB haben wir ja nicht geändert, das bleibt gleich. Und den anderen Stecker haben wir auch nicht groß geändert. Da haben wir ja auch einen gewissen Einfluss der Streuinduktivität, aber auch alles im vernachlässigbaren Rahmen. Wichtig ist, das Augendiagramm bei 5 GHz bleibt wieder frei, so wie wir uns das wünschen. Als nächstes haben wir zusätzlich den ESD-Schutz mit rein in alle Leitungen. Das sind die Dioden auf der rechten Seite. Da sehen wir auch wieder Testfixture. Plug bleibt gleich. Common Mode Choke ändert sich etwas, weil die natürlich jetzt hier die Kapazität, die Parasitäre von der Diode
mit der Strontivität jetzt hier wieder ein bisschen andere Eigenschaften hervorruft, aber alles in einem wunderbaren Bereich. Die PCB ändert sich jetzt auch nicht groß, warum auch? Der ESD-Schutz hat kommt auch eher in Richtung 90 Ohm runter, das passt auch wunderbar. Und auch hier wieder der Stecker, auch in einem guten Bereich, ändert sich auch nicht. Augendiagramm bleibt frei, wie gewünscht. Ja, und zum Schluss haben wir noch, man sieht den Unterschied hier noch, haben wir ohne Coating. Das heißt, hier sind die Leiterbahnen von Lötstofflack freigestellt. Der Lötstofflack hat natürlich einen gewissen εr und hat somit auch einen Einfluss auf die HF-Eigenschaften. Wenn man den Lötstofflack nochmal weglässt oder mit drauf macht, dann sehen wir auch, ändert sich auch natürlich etwas die PCB. Deswegen sieht man oft bei High-Speed-Designs die goldenen Leiterbahnen, nenne ich es einfach mal so, weil man hier absichtlich den Lötstofflack freilässt, um hier die Dämpfung des HF-Signals nicht zu stark werden zu lassen. Ne? Das, umso höher die Frequenzen, umso mehr spielt das Ganze natürlich eine Rolle. Augendiagramm bleibt frei, trotzdem kein Thema. Wie gesagt, das war der Test jetzt mit 5 GHz. Das Ganze haben wir auch mit 10 Gigabit gemacht und einem aktivierten USB-Equalizer. Die Funktion hat normalerweise jeder USB-Chip-Satz. Der hat eine Equalizer-Funktion, um gewisse Kabellängen auszugleichen, nenne ich es einfach mal so, weil man hat ja verschiedene Möglichkeiten, an Kabellängen anzustecken. Und wenn das alles aktiviert ist, das Layout, wie in unserem Fall sauber gemacht ist, mit den Schutzkomponenten komme ich trotzdem wunderbar durch. Also die Angst ist unbegründet, dass man mit passiven Bauelementen das Datensignal zu stark degradiert. Das hauptsächliche Problem ist eigentlich bei den Kunden immer das Layout, ja, oder zu lange Leiterbahnen. Ich sollte diese ganze Treiber, alles, was an Highspeed ist, sollte ich möglichst nah an die Stecker bringen, um hier die Fehlerquellen möglichst gering zu halten und natürlich wirklich ein hochwertiges Kabel verwenden und nicht irgendein Billigzeug aus Fernost, nenne ich es einfach mal so. Zum Schluss, können Sie bei uns auch bestellen. Wir haben verschiedene Design-Kits, wo man dann 100 Watt Source, 100 Watt Sync oder 40 Watt Source. Da haben wir 2, 3 verschiedene, wo man hier dann Power Delivery testen kann mit seinem Gerät und das Ganze mal aufbauen kann mit USB-C. Ja, die Bestellnummer steht oben rechts. Wenn Sie das mal testen wollen, kriegen Sie über Ihren Wirtvertrieb oder bei uns auf der Website über den Chat einfach nachfragen. Gut, dann bin ich wunderbar in der Zeit, wie ich sehe. Und da sind wir dann offen für Ihre Fragen. Ja, vielen Dank dir, Andreas, und auch nur für eure interessante Präsentationen. Nun möchten wir uns Ihren Fragen zuwenden und warten dazu noch einen kleinen Moment, bis einige Fragen reingekommen sind. So, ich sehe jetzt auch schon die erste Frage. Kann ich stromkompensierte Drosseln und TVS-Dioden, welche für USB 3.2 Superspeed geeignet sind, ohne Einschränkungen auch für USB 2.0 nehmen? Ja, rückwärts gesehen geht das wunderbar. Also Sie dürfen die, sage ich mal, die superschnellen HF-Combo-Chokes und TVS-Dioden gerne für USB 2.0 verwenden. Das ist gar kein Problem. Andersrum natürlich nicht, wie wir gesehen haben. Aber rückwärts gerichtet geht es wunderbar. Wichtig ist einfach, dass die Bauelemente eine geringe Einfügedämpfung haben und das kommt dann im Endeffekt bedingt durch die geringe parasitäre Kapazität. Da liegen wir bei den TVS-Dioden teilweise bei 0,05 Picofarad pro Kanal und eben bei der Combo-Choke ist wichtig, dass die Streuinduktivität, dass die möglichst gering ist. Alles klar, vielen Dank dir, Andreas, für die Antwort. Noch ein Hinweis, ich hatte es vergessen zu erwähnen. Wenn Sie uns eine Frage stellen möchten, können Sie dies mit Hilfe der Chat-Funktion über das Webinar-Bedienpanel machen. Wir werden sie dann vorlesen und beantworten. Genau, dann schauen wir uns gerade die nächsten Fragen an. Und hier sehe ich auch schon die nächste. Gibt es Unterschiede bei den Kabeln und was ist die maximale Kabellänge bei USB 3.2, um noch die volle Bandbreite nutzen zu können? Ja, wie gesagt, ich habe schon ein Kabel erlebt beim Kunde. Ich sage meistens noch USB 2.0, da war gar kein Schirm vorhanden, sondern der Schirm war einfach ein Draht, der mit im Kabel gelegen war und einfach am Steckergehäuse angelötet war. Dass das natürlich nicht funktioniert, gerade bei Highspeed, ist klar. Die maximale Kabellänge sind in der Regel momentan für die 15 Gigabit so 1,5 Meter. Man muss dann mal schauen, auch wie gesagt, der thermischen Erwärmung von den Kabeln, der RTC der Kabel spielt eine Rolle. Also hier ist tatsächlich so, hier muss man sich gerade bei hochwertigen Anwendungen und bei Highspeed-Anwendungen auf seinen Kabellieferanten verlassen können.
Da ist man schlecht beraten, wenn man jetzt bei großen Online-Händlern einfach mal die günstigsten Kabel kauft, wo ich dann vielleicht auch gar nicht weiß, wo kauft der wieder ein, was ist der Hersteller. Also da kann ganz, ganz viel schief gehen. Nicht nur aus Datenübertragungssicht, sondern auch aus EMV-Sicht. Alles klar, vielen Dank dir, Andreas. Dann, währenddem wir uns die nächsten Fragen anschauen, noch der Hinweis von meiner Seite. Den Link zur Präsentation sowie zur Aufzeichnung des heutigen Webinars bekommt Sie in den nächsten Wochen von uns noch zugesendet. Das heißt, Sie können sich das Webinar auch nochmal anschauen und die Präsentation sich anschauen. Kommen wir zur nächsten Frage. Bei VIAs im Highspeed-Signalpfad, ist ein Ground-VIA pro Signal nicht ausreichend? Richtig. Ein Ground-VIA im richtigen Abstand gelayoutet ist auf jeden Fall ausreichend. Zwei kann man machen, muss man nicht machen. Aber wichtig ist, dass man eben mindestens ein VIA pro Signal, also pro Daten-Plus, Daten-Minus-Signal jeweils ein VIA setzt. Das ist dann eben der richtige Abstand ist entscheidend, damit sich dann hier auch während des Durchsteigers, der VIA-Durchsteiger ist ja auch wie eine Leiterbahn zu sehen, mit einer eigenen Geometrie. Und dadurch ergibt sich auch ein anderer Abstand zu der gegenüberliegenden Geometrie. Da gibt es natürlich teure Simulationsprogramme, die das berechnen können, aber auch im Internet findet man die eine oder andere Formel dazu. Wichtig ist, dass man es überhaupt macht. Das ist auf alle Fälle besser, als es gar nicht zu tun. Alles klar, vielen Dank dir, Andreas. So, dann schauen wir uns die nächsten Fragen noch an. Noch ein Hinweis, falls wir Ihre Fragen jetzt nicht im Live-Webinar beantworten können, werden wir diese anschließend per E-Mail beantworten. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Am Type-C-Dongle ist die ESD-Schutzseite die Source-Seite. Ist das richtig? Also im Endeffekt ist die ESD-Schutzseite die Richtung Kabel geht, nenne ich es einfach mal so. Egal, ob ich jetzt das Gerät habe, das die Power rausgibt oder das Gerät, das die Power empfängt. Das erste, was immer kommt zum Stecker, ist der ESD-Schutz im Endeffekt, weil der ESD ist so schnell, der hat ein Spektrum von über 1 Gigahertz, der breitet sich dann unglaublich schnell auf meiner Baugruppe fort, dem reichen dann schon wenige Picofarad-Koppelkapazität oder wenige Nano-Henry-parasitäre Induktivität, um im System Störspannungen oder Störströme hervorzurufen und somit mein Gerät zu stören. Deswegen muss ich ihn eigentlich in direkter Nachbarschaft zum Stecker, am besten wenige Zehntel Millimeter entfernt von den Steckerpins schon bekämpfen. Aber das ist dann wiederum egal, ob das jetzt Quelle oder Senke ist, sondern wichtig ist der ESD-Schutz, das erste, was am Stecker kommt. Daran kommt eigentlich erst der Rest. Alles klar, vielen Dank dir. So, dann haben wir auch noch die Zeit für einige weitere Fragen. Ich sehe jetzt die nächste, genau. Verwenden spezielles FR4, zum Beispiel Low-Loss FR4? Natürlich, umso höher die Frequenzen gehen, umso mehr wird dann HF-Material interessant wie Rogers oder Low-Loss FR4. In dem Fall haben wir tatsächlich nur einen Standardaufbau genommen von unserer Tochter, der Wirt Elektronik CBT, mit Standard FR4. Also das ging jetzt bis 10 Gigahertz, also 10 Gigabit pro Sekunde, das heißt Fundamentalfrequenz 5 Gigahertz, ohne Probleme, wie man gesehen hat. Ab einer gewissen, natürlich, wenn ich jetzt hier 40 Gigabit drüber lasse, also 20 Gigahertz, es wäre natürlich schon empfehlenswert, wenn man das stemmen kann von den Kosten, dass man hier dann irgendwann auch ein besseres Leiterkartenmaterial verwendet. Alles klar, vielen Dank dir für die Antwort. Dann, nur falls du auch eine Frage beantworten möchtest, du kannst auch die Frage, die du siehst, gerne selbst vorlesen. Genau. Es ist die Frage, das steht, sind die PD-Devices von ST compatible zu den Herstellerspezifikationen Ladestandards, zum Beispiel Samsung? Grundsätzlich ja, weil das ist ein USB, wenn die USB-C konform sind, dann ja, die sind mit den Ladestationen spezifikationskompatibel. Aber wenn das ein einziger besonderer Fall ist, muss man vor der Implementierung anschauen. Aber grundsätzlich, das ist ein USB-C-Protokoll. Alles klar. Danke. Alles klar, vielen Dank dir, Noah. Dann schauen wir uns gerade die nächsten Fragen an. Genau. Wie sieht die optimale Anbindung der Kabelschirmung an die PCB aus?
Es kommt natürlich jetzt immer darauf an, wenn Sie jetzt ein Industriegerät haben, muss der USB-Kabelschirm nicht immer zwingend Shield sein, also PE. Kann natürlich auch was anderes sein. Wichtig ist der USB-C-Stecker von uns, der hat ja auch, sage ich mal, vier Fingerchen, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, mit denen ich ihn mechanisch zum einen gut befestigen kann auf der Leiterkarte. Und dann sollte ich diese vier Shield-Finger dann verwenden. Da gehe ich dann direkt auf ein Kupferpolygon, ja, dass ich das niederinduktiv anbinden kann, also nicht mit Leiterbahn, sondern den mache ich wirklich ein Kupferpolygon, das dann Shield-Potenzial hat. Und dann kann ich entscheiden, bin ich das Kupferpolygon mit meinem Gehäuse an, also dann wirklich auf PE, dann kann ich das über Kontaktfingerchen machen, SMD-lösbare Kontaktfinger haben wir ja. Oder ich nehme eine Verschraubung mit einer Zahnscheibe und sage jetzt mal am großen VIA, M3-VIA nenne ich es einfach mal so, wo ich dann das VIA, das Potenzial vom Polygon hat und verschraube es dann direkt massiv mit Bolzen. Wichtig ist, wenn man hier wirklich einen vernünftigen ESD oder EMV-Schutz bekommen will, muss diese Anbindung an das restliche Gehäuse innerhalb von einem Zentimeter passieren, als Daumenwert. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ist der Abstand zum Beispiel 3 Zentimeter von diesem Stecker dann zu der eigentlichen Shield-Anbindung, auch wenn es über ein Polygon gemacht wird, dann nimmt der ESD einen anderen Weg als den ich will. Dann geht er trotzdem über die Leiterkarte. Also der ESD ist ja PE-referenziert von der Pistole her. Das heißt, der will ja über meine Leiterkarte oder über mein Gehäuse zurück zu PE. Das ist ein Rückstromweg. Und wenn ich ihn dem Niederimpedanz anbiete, in naher Umgebung, dann geht er diesen Weg auch. Und so ist eigentlich das Designziel dann, möglichst schnell abzuleiten gegenüber Shield. Und das muss ich dann örtlich auch ganz nah machen, mit entweder passenden Kontaktfingern, Schrauben oder leitenden Textildichtungen. Das Stichwort ist hier einfach niedrige Induktivität. Und das erreiche ich dann durch flächige durch Kupferflächen und durch geringe Abstände. Alles klar. Danke dir, Andreas, für die Ausführung und die Erklärung. Genau. Kommen wir zur nächsten Frage. Die gemessene Temperatur von 60 Grad Celsius war bei welcher Umgebungstemperatur? Das war einfach 22 Grad Umgebung, also ganz normale, sage ich mal, Bürotemperatur oder Labortemperatur. Alles klar. Dann kommen wir zur nächsten. Warum der ESD-Schutz nicht in den Stecker integrieren? Wir haben ja eine USB 2.0 Buchse, wo tatsächlich ESD-Schutz, Common-Mode-Choke und andere Filterbauteile im Stecker integriert sind. Der Nachteil ist, diese Buchse kostet natürlich deutlich mehr Geld als jetzt, sage ich jetzt mal, ein dummer Stecker, der jetzt rein mechanisch ist. Und der hat natürlich noch den Vorteil bei USB 2.0, wie gesagt, kann ich auch mir einen oder anderen Krux im Layout erlauben. Bei 40 Gigabit pro Sekunde muss ich im Stecker, man sieht ja eh schon, der Stecker hat mit die höchsten Einfluss auf den Abfall der Impedanz. Da müsste ich dann schon ganz schöne Kröten schlucken aus finanzieller Sicht und auch aus Stecker-Design-Sicht, um das sauber unterzubringen. Im Endeffekt soll dieser Stecker ja auch, wie man sich so, wenn man sich so ein Apple oder über ein anderes Smartphone überlegt, möglichst immer schmal sein, klein sein. Und das würde dazu führen, dass der Stecker auch mechanisch größer wird. Und ein Stecker kann natürlich auch ein Verschleißteil sein und das wird natürlich auch unangenehm, wenn ich so ein Verschleißteil hätte, weil es normal kein Thema ist, das dann auch sehr teuer ist. Also technisch könnte man es eventuell umsetzen, aber das wäre mit hohen Hürden verbunden und den Preis zahlt wahrscheinlich dann kaum ein Kunde. Billiger und flexibler ist man einfach, wenn man das auf der Leiterkarte machen kann. Alles klar. Vielen Dank dir. So, dann denke ich, haben wir noch die Zeit für ein, zwei weitere Fragen. Eine weitere sehe ich jetzt hier gerade. Wie viel Kilovolt kann die TVS-Diode schützen, wenn der ESD-Simulator laut IEC 61000-BIR2 den Port prüft? Also die neueste Generation von unseren TVS-Dioden ist plus minus 30 kV ausgelegt. Das heißt, im normalen EMV-Test haben sie ja bis in der Regel in 99% der Kunden maximal 15 kV plus minus, was sie testen müssen. Es gibt natürlich auch Sonderanforderungen in gewissen Branchen. Aber auch in der Praxis sind so 30 kV in der Regel das Maximum, was man so durchlaufend über den Teppich in Luftfeuchtigkeit auch erreicht. Das heißt, damit sind sie eigentlich auf der sicheren Seite. Die plus minus 30 kV, das ist eigentlich schon relativ safe und auch hoch genug für die ganzen Anwendungen in der Regel. Alles klar. Vielen Dank dir, Andreas.
So, dann, ich weiß nicht, Noah, hast du noch eine Frage, die du jetzt gerade siehst, die du gerne beantworten möchtest? Ja, hier steht eine sehr interessante Frage und das ist bezüglich diesem Schutzmechanismus und steht hier, wenn man als Sync weniger als 15 Watt verhandelt, liefert ein USB-Source dann auch garantiert nur weniger als 15 Watt, auch bei einem Fehler? Ist es so, bei unserer Bausteine, die sind, wie ich auch in der Präsentation gezeigt habe, das ist ein Schalter. Und wenn unser Baustein sieht, das ist nicht der Power ist nicht jetzt kompatibel mit dem Sync-Seite, dann wird das ausschalten. Das heißt, in aller Fälle, nur wenn das weniger 15 Watt ist, dann wird der Strom weitergeliefert. Sonst wird das so handeln, dass diese Schalter wird nicht funktionieren. Und das ist eigentlich sozusagen ein Safe-Mechanismus. Würde ich sagen, wenn man leer ist, dann kann das nicht sein, dass der Strom beschädigt ein Bauteil. Alles klar. Vielen Dank dir nochmal für die Erklärung. Danke. So, dann wir haben noch einige Fragen. Ich würde sagen, wir würden die Fragerunde noch weitermachen bis um ca. 11 Uhr. Und genau, kommen wir gerade zur nächsten Frage. Kann ich einen USB-3-Compliance-Test bei WIRT als Dienstleistung durchführen lassen? Aktuell leider nicht. Alles klar, dann können wir auch schon zur nächsten Frage kommen. Ich glaube, die hatten wir schon. Wie sieht die optimale Anbindung der Kabelschirmung an die PCB aus? Ja, die hatten wir schon beantwortet. Andreas, dann kommen wir gerade noch zur letzten Frage. Ich habe jetzt gerade nur etwas den Überblick verloren. Vielleicht kannst du noch eine Frage vorlesen, bitte. Ja, hier war nochmal die Frage, welche Kapazität haben die TVS-Bioden für USB 3.2? Das haben wir schon kurz erwähnt. Das waren pro Channel to Channel 0,05 Picofarad bis 0,1 Picofarad. Also da sind wir sehr, sehr weit unten im Femtofarad-Bereich. Genau. Und hier war nochmal die Frage, werden uns die Folien noch einmal zum Nachbearbeiten zur Verfügung gestellt? Natürlich, Sie bekommen von uns zum einen die Folien als PDF. Und zum anderen wird das Webinar, soweit ich weiß, auch auf YouTube gestellt. Das heißt, Sie können sich das auch nochmal in Ruhe ansehen, das Ganze. Genau. Und den Link dazu werden wir Ihnen dann auch in den kommenden Wochen zusenden. Hier habe ich nochmal eine Frage. Wenn ich an einem Gerät einen C-Anschluss habe, sollte dann die TVS das erste nach dem Anschluss sein oder die Komodo-Choke? Genau, das haben wir auch schon beantwortet. Das erste, aufgrund von der Schnelligkeit des ESD-Impulses, sollte immer eben dann der ESD-Schutz am Stecker sein. Die Komodo-Choke darf dann ruhig als zweites kommen, gar kein Problem. Aber das Wichtigste, direkt am Stecker, wenige Zehntel Millimeter am besten, nach dem Pins sollte der ESD-Schutz kommen und mit einer flächigen Kupferpolygon eben, wenn möglich, an Gehäuse angebunden sein. Wenn man kein Gehäuse hat, wenn man Kunststoffgehäuse hat, dann sollte man eben schauen, dass es dann auf Ground geht und Ground entlädt sich dann aufgrund der parasitären Koppelkapazität gegenüber Erde, dass jedes Gerät einfach so hat, automatisch dann den ESD-Impuls wieder. Alles klar. Vielen Dank dir, Andreas. So, damit wäre unser Webinar nun auch schon beendet. Sollten jetzt noch Fragen offen sein, werden wir diese anschließend per E-Mail beantworten. Falls im Nachgang nochmal eine Frage aufkommt, auch gerne uns schreiben an isos-webinar@we-online.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass Ihnen unser Webinar gefallen hat. Vielen Dank euch auch an euch, Noah und Andreas, für dieses großartige Webinar. Sehr gerne. Gerne. Ich hoffe, dass Sie bei unserem nächsten Webinar wieder zuhören werden und wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Auf Wiederhören!